3, 2, 1. Here we go! Rund um den bevorstehenden Geburtstag unseres wohl berühmtesten Popstars hier in Österreich, um den Falken, um Falco, beleuchten wir jeden Tag hier in Guten Morgen Österreich einen Aspekt seines bewegten Lebens. Gestern haben wir uns sein Liebesleben angeschaut, das zwar vielleicht erfüllt war, was die Quantität betrifft, die wahre Liebe, das haben wir gesehen, hat er eigentlich nie so wirklich gefunden. Und heute geht es um seinen Vater Alois Hölzel. Der hat die Familie verlassen, als Falco gerade einmal 11 war. Offenbar nicht ganz freiwillig. Und in einem Interview im Jahr 2009 hat sich Falcos Papa Alois Hölzel zum Verhältnis zu seinem Sohn geäußert. Auch darüber, was er möglicherweise bereut hat, nicht getan zu haben. Ich glaube, dass ich ganz einfach so sein muss, wie ich bin. Und so bin ich. Und nimmst mich noch einmal groß? Nimm mich noch einmal groß. Komm, mach auf. So kannte man den Falken, laut und überheblich, schrill und polternd. Schien aus mich! Dass er als Hans Hölzel eigentlich ein sensibler und liebevoller Mensch sein konnte, wussten nur wenige. Der Vater hatte seinen Sohn ganz anders in Erinnerung. Er war ein sehr, sehr, sehr lieber Bub. Er war ein sehr, sehr netter junger Mann. Ich habe nicht wollen, dass er Musiker wird. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, vielleicht habe ich eine Ahnung gehabt, wie das enden wird. Wenn man mit Anfang 20, also auf einmal in die Stratosphäre sich schießt, dann hat man halt einigen Nachholbedarf. Und ich hatte meine Midlife-Crisis mit 27. Das heißt, also, das habe ich irgendwie hinter mir. Es ist nicht einfach, wenn man so hochgejubelt wird von allen Ecken und Enden. Und noch weniger einfach war es, wie er dann bis bergab gegangen ist, wie ihm die guten Freunde gar nicht mehr gekannt haben. Das habe ich auch miterlebt. Man kann ja einsam sein mit einer Familie, die 400 Stück hat. Nicht? Also mit 28 Enkelkindern kann man genauso einsam sein. Und mit selbst als Onassis oder als Jackie Kennedy war man sicher sehr, sehr einsam. Ich habe Probleme. Ich habe Probleme damit, dass ich, wie es ihm schlecht gegangen ist, in seinen letzten Jahren, dass ich ihm dann kein richtiger Vater gewesen bin. Ich war beleidigt, weil er mal im Drogendusel mich ange... wir haben Differenzen telefonisch gehabt. Ich habe ihm erklärt, bei mir machst du das nicht, was bei den anderen dir erlaubst, bei mir gibt es das nicht. Und wenn ich mir vorstelle, in welcher Einsamkeit der da in der Dominikanischen Republik da drüben gesessen ist, dann kommt man heute noch zu weinen.